Hallo Internet! Hallo www. Ich stehe hier mit Frauke Ludewig. Applaus für Frauke Ludewig nochmal. Gregor Rühl ist da, das Publikum ist da, ganz Köln-Ossendorf liegt dir zu Füßen. Ich freue mich. Wir haben hier gerade schon in der Fernsehshow bei den Erwachsenen haben wir gerade schon gespielt, nämlich textklusiv heißt das Ganze. Wir müssen vom Teleprompter Moderationen ablesen und versuchen, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Sollten wir Fehler machen, dann wird Gregor Rühl, der Fuchs, da hinten auf seinen Buzzer drücken, genau so, und damit signalisieren, dass da ein Fehler passiert ist. Und wer die wenigsten Fehler macht, von uns beiden gewinnt. Du könntest uns vorher noch ein bisschen Gesichtsgymnastik machen. Das geht auch gut. So, wenn das schon live drauf ist. Das geht super. Das ist immer noch das Beste, als Susanne Daubner bei in der ARD morgens die Frühschicht, glaube ich, hatte in der ersten Tagesschau. Und dann kam eine Putzkraft, ist, glaube ich, politisch korrekt, ja. Putzkraft rein und dachte, es wusste nicht, dass es schon losgeht. Und Susanne Daubner saß da so: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Und die Putzkraft sagt so: Morgen! Kennst du das Video? Nein, das geht nicht. Das gucken wir gleich an. Und putzt dann so. Achso, Entschuldigung. Und dann robbt er wieder einen Kameramann, ist ja auch so dann so weggerobbt. Das sind die besten Momente. Aber ich finde es so lustig, dass man denkt, dass man mit Guten Morgen, meine Damen und Herren, begrüßt wird. Guten Morgen. Ja, meine Damen. Morgen! Oh, ich mache hier nur. Achso, so scheiße. Naja, so, dann wollen wir mal. Ja. Im Fernsehen hast du 2:0 gewonnen. Das war zu erwarten. Ja. Mal gucken, ob du dem Druck jetzt standhalten kannst. Und diesen Auswärtssieg auch im Internet mit nach Hause nimmst. Mal gucken. Aber ich fand, dein Text war der etwas schwierigere. Ich finde jetzt auch fair sein, finde ich schon, ja. Ossendorf gegen Deutz ist das hier für die Kölner unter uns. So, ich mach dann mal weiter, oder? Mit Text 3. Super süß. Oh, warte ganz. Das ist aber ist das Moderation von Katja Burkhardt, oder? Kleiner Scherz. Habe ich schon verstanden. Super süß. So private Einblicke in das gemeinsame Leben des Traumpaars Jenny Elvers und Mark Terenzi gab es noch nie. Terenzi berichtet: Für Jenny habe ich viele Namen. Ich nenne sie Liebhabhase, Mummelmaus, Bussibärchen, Kittycat oder Schmuseschwein. Jenny Elvers ergänzt: Der Mark ist mein Moppelhoppel, Wackeldackel, Schnuckischatzel, Kuschelwuschel oder Knuddelwuddel. Mats ab. Ja! Das war super. Und es war... Es war auch eine richtig gute Moderation. Das war nicht unrealistisch vorher. Nein, man muss jetzt auch wirklich mal sagen, wenn so eine Anmoderation jetzt käme, wenn du jetzt in meinem Magazin diese Anmoderation so vortragen würdest, würde einer von euch abschalten? Auf keinen Fall. So, ich nehme mich auch nicht. Ich würde einer von euch einschalten? Ja, auf keinen alle. Fall. Eingeschaltet haben sie ja schon alle. Aber das guckt man sich doch an. Das ist sehr gut. Das Problem ist, ich habe jetzt wirklich extrem Lust auf diesen Einspieler. Ja, ja. So, siehst du. Mark Terenzi, mein Moppel Hoppel. Mark Terenzi liefert auch immer Geschichten, ne? Wie schaffen das manche C-Promis immer wieder am Ball zu holen? Gab es mal Prominente, die gesagt haben, okay, ich glaube, da ist nichts mehr für mich zu holen an diesem Futtertrog. Ich mache jetzt einfach einen ganz normalen Job. Nein. Gibt's nicht, ne? Nein, woran liegt das? Weil du bist versaut fürs Leben. Ich glaube, wenn du einmal in dieser Szene drin bist und sie dir gefällt, das ist natürlich immer das Wichtigste. Also es gibt auch Leute, die, ich kenne das ja auch. Ich habe manchmal, wenn ich so, zum Beispiel so kurz vorm Urlaub bin, ich will damit nichts zu tun haben, ich muss im Urlaub. Aber ich glaube, das sind wirklich Menschen, die finden das so toll und die generieren dann auch wieder Schlagzeilen. Und wenn die nicht automatisch kommen, dann machen sie es selber. Du brauchst so ein bisschen dieses Gehen. Du musst so ein bisschen so eine Rampensau schon sein. Okay. Bitte. Kolossaler Krach bei den Kardashians eskaliert. Konkret kabbelt sich Kim Kardashian krampfhaft mit Khloe und gibt konfuserweise Kourtney kontra die Kylie kompromisslos und mehr knausrig als kulant mit einem konfusen Konkurrentkredit konfrontiert, der kumpelhaft und konspirativ mit ehemaligen Kult-Kardashians Kendall und Caitlyn kontaktiert wurde. Komplett konfus, aber köstlich komisch. Viel Spaß. Das ist so eine Vera-Entwehen-Moderation. Nur Alliteration. Aber der Trick ist man darf einfach nicht zu schnell sprechen. Also, viele fragen ja immer, wie geht das? Und so, grundsätzlich hat ja jeder mal irgendwo einen Auftritt. Sei es irgendwie beim Referat in der Schule oder irgendwie auf dem, weiß nicht, auf dem Schützenfest. Ja? Grundsätzlich einmal durchatmen, nicht zu schnell sprechen. Und dann geht das schon irgendwie. Keine Angst haben vor... Bist du aufgeregt manchmal noch? Warst du sogar hinten gerade aufgeregt oder denkst du, ach, bei dem kleinen Jungen kann ich mal... Nee, kleiner Junge hätte ich jetzt nie gedacht. Nee, ich freue mich dann eher. Also finde ich auch so nette Leute hier und du bist auch nett. Also nee, ich bin nicht aufgeregt. Ich freue mich darauf. Das macht dann schon Spaß. Aber aufregend ist es manchmal tatsächlich, wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel ein Interview mit einem Hollywoodstar und es ist nicht, den zu treffen. Das hat mich noch nie so angefixt. Aber
Der Druck dahinter, der ist so wahnsinnig groß. Also die sagen dir dann manchmal, okay, du triffst jetzt zum Beispiel Bruce Willis, habe ich mal getroffen, du hast für das Interview exakt 6 Minuten 30. Ja. Na, und dann war das so, dass ich dem gegenüber saß. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie langsam der antwortet. Also ich stelle eine Frage. Ja gut, jetzt weiß man mittlerweile, wieso. Genau, du hast absolut recht. Das ist bei mir. Ich habe den vor 8, 9 Jahren getroffen. Ja. Und er war aber, muss ich wirklich sagen, total süß. Weil diese 6 Minuten 30, die waren so schnell um. Ja. Ich habe 3 Fragen gestellt. Ja, normalerweise habe ich 30, ja. Mhm. 3 Fragen. Und dann habe ich da gesessen und habe fast angefangen zu weinen. Also wollte ihm jetzt auch ein bisschen so dieses Gefühl geben. Klar. Das war jetzt aber nicht so cool. Und habe gesagt, ich kann jetzt unmöglich so wieder nach Köln fahren. Ich muss einen Beitrag daraus machen. Und dann hat er gesagt, okay, ich weiß, ich spreche sehr langsam. Du kriegst jetzt noch mal genau die 6 Minuten 30 hinterher. Der Manager war total sauer, der wollte das nicht. Aber Bruce Willis himself hat gesagt, du kriegst die 6 Minuten 30. Aber du hast absolut recht, als jetzt klar wurde, dass der krank ist, habe ich gedacht, das hatte vielleicht damals schon ein bisschen was damit zu tun. Ja, denk mal drüber nach, Frauke. Ja, jetzt weiß ich. Aber ich würde nicht schlecht über ihn sprechen. Insofern, okay. Ja. Haben wir noch welche? Oh Gott. Ja, du musst noch mal ran. Ich weiß nie genau, wie die ausgesprochen wird. Ja gut, das wird jetzt zum Verhängnis. Mal gucken. Achso, so wieder, ne? Hallo, guten Abend. Nee, so. Ich würde das, wenn das meine Sendung wäre. Guten Abend, hallo. Popstar Ariana Grande geht es grandios dank ihrer genialen Granola-Diät. Ihr Sprecher Grant Ariana berichtet, Ariana only eats 2 Grande or 1 Venti acai bowl throughout a day with all kind of awesome berries like wild strawberries, indispensable raspberries or squeezed cranberries, although without assorted acai. Schauen Sie mal hier. Wow. Sei du mal froh, dass der Gregor so nett ist. Heißt das nicht Acai? Acai. Nein. Das heißt Acai. Acai? Ja. Ich glaube, es heißt Ariana Grande, oder? Und nicht Grande. Ich weiß es nicht. Grande. Also hier. Grande. Wie wird die ausgedrückt? Grande? Grande, aber man kann alles sagen. Nein, er hat es fehlerfrei gemacht. Ja, ich will euch ja auch, ne, wenn du dann einmal im Flow bist, da darf ich dann auch nicht. Ja, es war schon sehr. Weißt du, was ich an deinem Job auch cool finde? Oder was ist cool, interessant finde? Das ist einer der wenigen Medien-Fernsehjobs, wo man noch so völlig unter dem Radar nicht über diese ganzen pseudo-gesellschaftskritischen Sachen sprechen muss. Also du musst dich doch nie, du hast doch nie irgendwie so Shitstorms oder du musst über Cancel Culture reden oder über politische Dinge. Alles ist ja mittlerweile politisch. Überall in jedem Interview wird ja irgendwas so angesprochen. Seid ihr komplett immer noch frei wie die 90s? Oder kommt mir so ja, so vor? Nee, das ist so ganz auch nicht so. Weil, also wir gucken ja schon, dass wir diese Menschen, die eben viele von uns kennen, die Prominenten, die versuchen wir natürlich schon auch irgendwie zeitgeistig bei uns oder die zeitgeistigen Themen in den Sendungen zu besprechen. Also das ist schon nicht ganz so. Und ich sage es mal, wenn jetzt zum Beispiel jemand wegen einer Geschichte einen Shitstorm hat, dann könnte das auch wiederum ein Thema für unsere Sendung sein. Mhm. Ne? Also so ganz ist es dann auch nicht. Okay. Ja, man muss eben. Ich hatte auch schon mal einen Shitstorm übrigens, da ging es um meine Füße. Ja, das war auch super. Also du denkst, du machst nur ein Urlaubsfoto und postest das. Ja. Und dann. Shitstorm wegen der Füße? Ja, aber wie? Haben die nicht gegendert oder was? Nee, das war wirklich. Vor 2 Jahren war ich im Sommerurlaub und meine Tochter hat von mir ein Foto gemacht im Badeanzug. Ich fand das eigentlich ganz gut. Und meine Tochter sagt, du Mama, kannst du mal posten. So, und dann war das aber so ein bisschen aus der Perspektive von unten und die. Ich muss jetzt dazu sagen, also ich war nie in meinem Leben, ich war mal Bankkauffrau, aber ich war nie Fußmodell, ja? Mhm. Also ich auch nicht. Ich wäre es auch nie geworden, weil so schön sind sie nicht. Auf jeden Fall haben sich da Menschen über meine Zehen ausgelassen, dass die so hässlich sind. So, und dann, das war ich sag dir, es war eine Riesengeschichte. Alle Zeitungen berichteten plötzlich über meine Füße. Und ja, ich habe irgendwie drüber gelacht, habe dann aber irgendwie dann auch noch mal eine relativ strenge Ansage gemacht an meine Follower und habe gesagt, also das ist doch so idiotisch, über was wir uns alle so aufregen, weil ich meine, ich habe 2 gesunde Füße, die tragen mich durch dieses tolle Leben. Und es gibt, glaube ich, Leute, die würden sich wünschen, einfach gesunde Füße zu haben. Warum regen die sich darüber auf, wie Füße aussehen? Ja? Ja. So, und gut, also ich fand es irgendwie für mich was lustig, aber ich habe nur gedacht, was das so mit jungen Menschen macht. Das stimmt. Die da eben noch nicht so sicher sind und nicht so fest sind in diesen sozialen Netzwerken, das kann dir schon irgendwie auch. Im Internet Probleme mit dem Feed hat man häufiger. Entschuldigung für diesen Wortwitz. Das war jetzt mal ein super Witz. Oder? Nicht schlecht. Kann ich mal weitermachen? Tut mir weh. So, ich bin noch mal dran, ja. Oder? Einmal Luft. Wie steht's denn? 2-2? Ja, du liegst vorn natürlich. Nee, ja? Ich muss hier mal. Nö, ihr habt ja. Also, ich habe euch ja eigentlich. Zählen wir das Fernsehen weiter? Ja, durchgehen lassen. Ach so, wenn wir weiterzählen, dann liegst du mit 2 hinten. Mit 2 hinten? 3, ja, 3 zu 1. Du hast ja 2 Fehler gemacht.
Ah, okay. Ah. Sonst hatten wir keine Fehler. Okay. Weil ich so kulant war. Ich sammle noch mal Spucke, okay, dass es jetzt auch noch mal so geht. Neues vom Prozess des Jahres. Das ist hart. Amber Heard sei keine Frau, die sich hinter dem Herd stellt. Hört, hört. Eine Aussage, die mitten ins Herz von Johnny Depp gehen sollte, der allerdings schwört, dass ihn das nicht stört. Denn er sei ja kein Depp. Viel Spaß. Nicht schlecht. Also die war jetzt nicht so geil, was für. Die war easy, oder? Das war, ich höre, das war's, da haben wir keine mehr. Oh, oh, das Mann, gibt's ja gar nicht. Was ist das denn hier für eine Vorbereitung? Das ist eine Frechheit, sag oder? Sag mal. Was sind aktuell die Themen exklusiv? Ja, hier, Amber Heard natürlich. Krass, ja? Krasser Prozess, oder? Ekelhaft irgendwie so ein bisschen. Ja, aber das ist, da guckt man wirklich... So naja, ich Kacken und sowas. Ich habe ja jetzt eben gesagt, warum finden wir das so interessant? Ja. Also, eben das Gespräch, was wir hatten, das ging ja in die Richtung. Also wir haben alle wahrscheinlich schon mal irgendwie eine Trennung gehabt. Jemand ins Bett gekackt. Oder irgendwie haben wir uns gestritten. Vielleicht war der eine oder andere auch schon mal irgendwie vom Scheidungsrichter. Ja. Also insofern, man kann sich irgendwie in die Situation hineinversetzen. Aber dann stehen wir wirklich bei dieser Geschichte staunend davor und denken, das gibt's doch gar nicht. Von dass Jack Sparrow der Normale von den beiden ist. Das sage ich dir. Und dass Johnny Depp zugelassen hat, es sogar gewünscht hat, dass Kameras in diesem Gerichtssaal sind. Ich meine, das ist doch unvorstellbar. Und das ist wirklich etwas, da gucken die Leute hin und sagen, das kann doch nicht sein, dass es sowas gibt. Und deshalb ist es so spannend. Und deshalb ist es auch, wird uns diese Story wieder so ein bisschen Soap-Opera-mäßig weiter verfolgen. Und weißt du, was auch unvorstellbar ist? Dass du heute bei mir warst, Frau Kludewig. Oh. Frau Kludewig, Applaus für Frau Kludewig. Liebe Grüße ins Internet. Das war's von Studio Schmidt. In zwei Wochen sehen wir uns wieder. Nächste Woche ist Feiertag. Dann zu Gast Lars Klingbeil, SPD-Chef. Gregor Rühl, meine Damen und Herren. Frauke Ludewig. Danke. Tschüss, Internet. Hey, ich bin Tommy. Und mit diesem simplen Trick kannst du innerhalb von 10 Minuten 100.000 Euro verdienen. So gehen doch YouTube-Clips los, oder? Naja, wenn du noch mehr von Studio Schmidt sehen willst, klicke hier, hier, hier oder hier. Oder komm rüber zu den Erwachsenen in die ZDF-Mediathek. Da findest du auch noch mal die komplette Sendung. Versprochen, ich glaube an dich.